Dem Hallenbad in Oberschleißheim stand das Wasser schon bis zum Hals. Vor ein paar Wochen diskutierte die Gemeinde deshalb offen über seine Schließung. Zu teuer, zu alt und damit zu wenig Zukunft. Kein leichter Schritt, denn rund 1000 Schüler bekommen hier Schwimmunterricht. Und die Deutsche Gesellschaft für Lebensrettung bildet in diesem Bad ihre Rettungsschwimmer aus. Auch deshalb suchten alle nach einer Lösung und haben sie ganz überraschend gefunden. Mit den Steigerungen bei der ganzen Betriebskosten natürlich eine große Herausforderung. Aber durch Umstellung vom Konzept, ein bisschen Personalverschiebungen innerhalb der Verwaltung, haben wir jetzt mit den Personalkosten ziemlich weit nach unten gekommen. Die Betriebskosten dadurch auch ein bisschen reduzieren können. Aber es ist immer noch ein großer Aufwand, um das Defizit, das natürlich bei jedem Hallenbad bei den Kommunen hängen bleibt, ein Stück weit zu reduzieren. Die Oberschleißheimer merken gar nicht viel von der Umstellung. Das Wasser ist so warm wie vor der Energiekrise. Die Eintrittspreise bleiben gleich. Nur die Öffnungszeiten sind jetzt insgesamt etwas kürzer. Aber damit ist der Weiterbetrieb des Hallenbades vorerst gesichert. Vorerst heißt allerdings, keiner kann sagen, wie lange diese Lösung Bestand hat. Das Problem? Das Hallenbad ist Baujahr 1972. Die Technik ist damit teilweise 50 Jahre alt oder schon mehrfach repariert. Zwar pflegt und wartet das Hallenbad-Team den Maschinenraum täglich, aber wenn ein größeres Bauteil kaputt gehen sollte, steht der Betrieb sofort wieder auf der Kippe. Eigentlich müsste der Neubau her. Also wir haben das Hallenbad, ein Neubau eines Hallenbads, komplett neu ausgeschrieben und geplant. Auch die Planung fertig machen lassen, weil man schon viel Geld investiert hat bis vor Corona oder bis zur Corona-Krise. Jetzt muss man feststellen, dass ein Neubau vermutlich erstmal nicht realisierbar ist. Man muss schauen, wie man weitermacht. Zumindest haben wir eine fertige Planung und wenn wir Mittel haben, müssen wir auch da überlegen, ob wir einen Neubau uns leisten können. Knapp 20 Millionen Euro würde der Neubau heute kosten. Geld, das eine Gemeinde selbst am Rand von München nicht hat. Also wird Oberschleißheim weiter an den kleinen Schrauben drehen, um das Hallenbad am Leben zu halten. Musik